Da kommt er. Was? Zurück, verdammt nochmal! Ey, ich hab keine keinen Fernkampf mehr, das ist unfair. Also, Gracie war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Ah. Bei mir mal bald Licht anmachen, hier wird's langsam dunkel. Verkaufsautomaten gehackt. Oh, nochmal Munition ein wenig aufgefüllt. Kann ich mit dem Fahrstuhl fahren? Mann, was hier für ein Luxus, ey. Wieder so eine doofe Kamera und ich habe nichts mehr zum Hacken. Du tust mir weh! Jetzt ja. Weil du mich angegriffen hast. Hättest du mich angegriffen? Das hier ein bisschen creepy. Scheiß Alarm. Ich will die ganze Munition versammelt, ey. Hotelbrüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Du kriegst gleich mal ein paar Schmerzen. Alter. Was denn, ey? Mann. Aber diese durchen Leute, ey. Grausam. Immer diese Abhängigen. Da sieht man mal, was man davon hat.
Alter, das gibt's doch nicht. Keine Munition mehr, das ist so zum Kotzen. Blöde Kamera, ey. Du hast nicht genügend Slots. Warcraft, Link, Feuersturm. Hier kannst du es nicht aufnehmen! Mit mir spielt man nicht! Ich werde nicht saurer, du Nummer! Ich verstehe das nicht! Lester! Kein Talent! Jetzt ist Brad Bildetag! Ich mach die Fiege! Blut trennt uns, Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lam sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Blechdaddy, du stirbst ganz allein. Wenn du meinst... Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lam hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Blut? Nein! Das fand der ein bisschen schockierend, glaube ich. Ich rede zu wenig, ich weiß. Wie gefällt mir der Elektroschockangriff immer noch besser als der Feuersturm? Hör ich das schon wieder richtig? Gracies Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Kann man nämlich im Elektroangriff kann man kurzzeitig mal die Maschinen ausmachen, wenn sie auf den Sack gehen. Zu. Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass... Manche Forschung, scharfer Beobachter. Oh, jetzt
du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Das Zimmer einer Frau. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor, und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Ich mach mal kurz Licht an, ich sehe ja gar nichts mehr hier. Weiter, man kann. Was ich entwickle. Wie sitzt da qualmt erstmal? Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan. Aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Was? Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Tu dir doch nichts. Ich tu ja nichts. Dann geh doch zum Teufel. Los! Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Ich bin auf dem Weg. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig verhindern und deine Chancen verbessern. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Fürs Erste. Besser als nix. Anscheinend gibt es da hier noch Dankbarkeit. Schon alles ausgeplündert.